Vielleicht darf ich ganz kurz aber einhaken mit den Entscheidungen. Bei mir ging es genau darum, eben auch die Entscheidungen der Lerner. Wie muss ich lernen, was möchte ich? Bin ich bei dir. Und vielleicht haben wir da ja auch den Link nochmal zu der heutigen Veranstaltung, die du angeboten hast, zu Kompetenzen und deinem Kompetenzverständnis im betrieblichen Kontext. Also wo geht sozusagen die Verantwortung hin, sich um die Weiterbildung zu kümmern, sozusagen weiter weg von der Organisation hin zum Lerner, der wissen muss, was sind meine Kompetenzziele, um den Überbegriff irgendwann kompetent zu sein in meiner Rolle. Mhm. Vielleicht kannst du da auch nochmal anschließen, weil die neue Lernkultur hat für mich auch viel zu tun mit einem Kompetenzverständnis, was sich auch verändert, also der Output-Orientierung im Lernen. Ja gut, also ich denke, Kompetenzen wurden schon immer benötigt und wurden schon immer angestrebt, aber du hast vollkommen recht, das Thema Kompetenzentwicklung gewinnt auch eine zunehmende Dynamik. Einfach aus einem simplen Grund heraus, der Wettbewerb der Unternehmen wird immer stärker ein Kompetenzwettbewerb. Und wenn hier letztendlich dann die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter darüber entscheidet, welches Unternehmen am Markt erfolgreicher ist, dann kann ich mich in der Bildungsarbeit nicht mehr darauf beschränken, nur Wissensaufbau und Qualifizierung sicherzustellen, sondern dann muss ich natürlich dort ansetzen, wo sich der Erfolg entscheidet, nämlich an den Fähigkeiten der Mitarbeiter, Problemstellungen in ihrem Arbeitsalltag, im Prozess der Arbeit, selbst organisiert lösen zu können. Und wenn ich dieses Ziel akzeptiere, und ich denke, da geht kein Weg dran vorbei, dann muss ich auch akzeptieren, dass sich Kompetenzen immer in Handlungsweisen niederschlagen und Kompetenzen nur durch die Mitarbeiter selbst aufgebaut werden können, indem sie schwierige, herausfordernde Situationen bewältigen und das Erfahrungswissen, was sie dabei sammeln, verinnerlichen, also ihr eigenes Wertesystem schrittweise aufbauen. Und das bedeutet dann natürlich, dass hier die Entscheidung für meinen Bildungsprozess auf den Mitarbeiter selber verlagert wird. Er wird dabei Unterstützung von der Führungskraft, vielleicht auch von einem Lernbegleiter bekommen, aber der Mitarbeiter ist primär selbst für seinen Lernprozess verantwortlich und entscheidet auch, wie er dann lernt. Jetzt hatte ich dich vorhin leider unterbrochen, ansonsten hätte ich vorgeschlagen, informelles Lernen, das ist ja sozusagen auch mit deinem Steckenpferd und das klingt für mich sehr stark nach eben sehr vielen informellen Anteilen. Ich als Lerner entscheide, wie ich mir diese Kompetenzen erwerbe und hole mir Unterstützung von der Führungskraft oder eben von Learning Professionals, wenn ich das brauche. Kann das was sein, wo du gut ankoppeln kannst oder ist das? Ja, also ich habe da insofern eine andere Sichtweise, dass ich von der Betriebssicht aus, auch von der betrieblichen Bildungsarbeit, nicht von den Beschäftigten als Lernenden ausgehe erstmal, sondern das sind Beschäftigte, die als Handelnde ihre Aufgaben bewältigen. Da gibt es Probleme, da gibt es Gruppenarbeit, da gibt es Hierarchien, wie auch immer. Das Verständnis der Beschäftigten ist nicht das, dass sie lernen. Deswegen spreche ich erstmal auch nicht von Lernenden. Das, was im Betrieb hergestellt wird, das sind ja keine Lerngruppen. Wir haben nur zu einem ganz kleinen Teil so etwas wie Blended Learning. Ich sehe das auch, was der Kollege Werner sagt, dass Betriebe zunehmend, aber insgesamt minimal auf explizite Lernformate zurückgreifen. Das ist immer noch die große, große Ausnahme. Wo greifen Sie darauf zurück? Mit neuen Arbeits- und Organisationskonzepten. Und erst seitdem wird dieses Lernen, was wir als Lernen sehen, nämlich die Innovation, die Selbststeuerung, die Teamarbeit, das Soziale und Personale in der Arbeit, seitdem wird dieses von der Masse der Beschäftigten erst gefordert. Das war in den 70er Jahren, selbst noch als ich bei Siemens gearbeitet habe, ist das kein Thema gewesen. Da gab es keine Lerninsel, kein Qualitätszirkel in der Arbeit. Heute haben wir dieses aber, bis hin zu E-Learning-Forming. Aber das, was wir da haben, das sind keine Lernveranstaltungen. Sondern das wird eingeführt, ein Qualitätszirkel, um Innovation und Verbesserung durchzuführen, wie immer. Das heißt, und der Coach, das ist das, was am stärksten in der Weiterbildung als Einzelformat heute greift. Was ist denn das Coaching? Das Coaching ist doch keine Lernveranstaltung für den Betrieb. Der Betrieb geht ran, die Personalabteilung oder auch ein Kleinbetrieb und sagt, es knirscht hier bei unserer Effektivität und Effizienz in der Arbeit. So, und jetzt wollen wir die Probleme da sind, mal identifizieren. Wir wollen den Leuten einen Spiegel vorhalten und wir wollen Empfehlungen geben, wie wir die Arbeit
effizienter machen können. Da ist vom Lernen, das spricht überhaupt keiner. Ob der Coach sich, die Masse der Coach, ich sage das nur mal, weil die so stark sind, als Lernende, als Lehrende oder als Lernprozessbegleiter verstehen, die meisten durchweg nicht. Die kommen auch gar nicht aus dem Stall. Okay. Die kommen ganz woanders her. Also insofern habe ich eine etwas andere Sichtweise. Fakt ist objektiv allerdings, dass wir mit neuen Arbeits- und Organisationskonzepten, das ist der entscheidende Punkt, 70er, 80er Jahre, Toyotismus, lernendes Unternehmen, Lean Production, da können wir es festmachen, dass der Mensch wieder primär in der Produktion zählt und wir nicht eine Taylorisierung und Fordismus und dergleichen haben, der die Produktion und die Dienstleistung treibt, dass seitdem so eine Konzepte wie lernendes Unternehmen, also diese Adjektivierung, objektiv in der Tat das, was an Verbesserungsprozessen, an Kaizen etc. läuft, an Gruppenarbeit, was an Coaches eingesetzt wird, Wissensmanagement, dass da in der Tat im Hintergrund effektive Lernprozesse sind. Also ich sehe den Unterschied jetzt gar nicht wirklich, weil einmal stimme ich voll zu, die Lernwelt, und ich verstehe jetzt Lernwelt nicht im Sinne der formellen Lernwelt, sondern Lernen im weiten Sinne. Okay. Die Lernwelt muss ein Spiegelbild der Arbeitswelt sein, das kann gar nicht anders sein. Im Idealfall nimmt sie sogar Entwicklungen in der Arbeitswelt voraus. Ja. Und das, was ich vorher beschrieben habe mit dieser Kompetenzorientierung, bedeutet letztendlich, dass Lernen und Arbeiten immer mehr zusammenwachsen. Dass nicht mehr gelernt wird, wenn man irgendeine Maßnahme anbietet, sondern ich habe eine Problemstellung und dann versuche ich, diese Problemstellung zu lösen. Und ich kann dann da gar nicht verhindern, dass ich beim Lösen meiner Problemstellung auch meine Kompetenzen weiterentwickle. Also so in Anlehnung an Václavik könnte man sagen, man kann gar nicht lernen, sondern wenn ich meine Probleme löse, dann lerne ich. Und das ist natürlich eine andere Form des Lernens, als sie die meisten Menschen heute hier im Kopf haben, wenn sie über Lernen sprechen, weil da denken sie immer an schulisches Lernen. Da würde ich aber gerne mal mit Kathy auch...